haben wir denn hier? Licht ein Buch. Was ist das? Lives of the Noble Greeks and Romans. Parallelbiografien von Plutarch. Of the great men. Könnten das jetzt durchblättern, haben aber keine Belesenheit. Könnten das Buch nehmen. Ja, warum nicht? Wir stecken einfach alles ein. Gucken wir mal hier Inventar. Ach, das würde Überzeugung übrigens geben. Ah. Wir können das noch nicht auswählen, weil das Kapitel war ja schon gestartet, bevor wir die Dinger bekommen haben, oder? Ist das so? Oder kann ich die irgendwie aktivieren? Nee. Ich dachte, da könnte man wenigstens eins von auswählen, aber noch anscheinend nicht. Gehe zurück zur Gruppe beim Kamin. I thought my chimney was big, but this one is beyond belief. It's the least one can say. I've been longing for a warm fire for ages. Since I set foot on the island, I haven't ventured more than 2 yards away from it. Have you also just arrived? Oh, late morning, I'd say. Louis, come join us. Monsieur, may I introduce you to Monseigneur His Eminence, Cardinal Piaggi? He joins us straight from Rome. Oh, just call me Your Eminence. It's simpler. George Washington, President of the United States of America. Ah. Delighted at last to make your acquaintance, Mr. President. Pleased to meet you, Mr. President. Louis Maurras de Richer. It is an honor to meet you. Young man, let's keep it simple, please. Let us forget our fancy titles. Nice to meet you, Louis. I should imagine you never thought you'd be in such company. I must admit that I didn't. It's the first time that I've ever met so many illustrious personalities. And you haven't seen anything yet. Generally, when Lord Mortimer organizes one of his receptions, there are over a dozen people here. They can't all be here yet. And you'll see, most of the time, there's only the upper crust. And I noticed you were already getting to know His Eminence at the entrance. It's the perfect place to build up a network. What were you talking about, if you forgive my indiscretion? Meine Mutter. Auf keinen Fall was anderes. Was anderes haben wir nicht. Etikett nicht und Ablenkung. Ja, wir sind so halb ehrlich, ne? At the risk of disappointing you, we weren't conspiring in our corner, sir. His Eminence was simply telling me that he knew my mother and how much he held her in high esteem. It so happens that Monsieur de Riche's mother is to join us. Oh, pity. No scrumptious gossip or juicy tidbits, unmentionable secrets, or even money matters. But you'll see, it will come. Despite all the goodwill in the world, you can't stop people scheming left and right around here. Speak for yourself, sir. Well, my friends, do any of you know the reason why we're here this time? Not in the slightest. As for me, I've been invited by Sir Holm, a close friend of Lord Mortimer, but I do not know the reason why. You see, Louis, every time Lord Mortimer organizes a reception, he always finds a moment to set up a chat with all the guests. During which time we remake the world. Accompanied by gallons of absinthe and cussing, I'll leave you to imagine the result. So, if I understand rightly, Monsieur de Richer, you've come out here to join your mother. For what reason, exactly? Was ausdenken oder zugeben, sie ist verschwunden. Ich bin jetzt ja so ein bisschen zurückhaltend geworden. Ich nehme mal hier. Like you, Mr. President, I'm here as a result of Lord Mortimer's invitation. Das stimmt ja nun. Two members of the same family here. That is rare. You know what they say. You can pick your nose, but you can't pick your family. Seriously, though. I know your mother well. Stay behind with me afterwards. And we'll take a moment to speak about her. Secrecy. Good Lord. Washington is wearing the emblem of the Grand Master of the Golden Order. It's the highest distinction of the order in the United States. It puts him on par with my mother. Aww. He must really know his stuff when it comes to the occult. Good evening, my friend. Holy shit. That's the man for my vision. What? An urgent case has delayed our host, Lord Mortimer. He can't be present this evening, and he sends his deepest apologies. He's asked me here, and he hasn't even turned up? Great start.
And now, my dear guests, a light meal is served in the small salon. For those who would like to, you're invited to follow me into the next room. My dear fellow, you must have read my thoughts. I shall follow. We'll have to be careful not to make too much noise. One of Lord Mortimer's guests is relaxing. Oh, we shall be quiet. Don't take it the wrong way, Sir Holm, but I have already eaten. Sir Holm. Thus, I shall be happy to remain by the fireside. If you don't mind, Gregory, I should like to keep Mr. Washington company. Please feel at home. And you, sir? If I stay with Washington, we'll be able to speak about my mother. Yeah. But on the other hand, I'd like to learn more about this home. I saw him in my vision. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Herausfinden, was Holm über meine, oder Holm über meine Mutter weiß. Oder bleiben und Washington zuhören. Also die sichere Variante ist ja eigentlich bei Washington zu bleiben, denn als Großmeister des Goldenen Ordens weiß der auf jeden Fall etwas über unsere Mutter. Und Holm, die können wir überhaupt noch nicht einschätzen. Ich würde sagen, wir bleiben bei ihm, bei Washington, und hören zu. Let's see what Washington has to say. Sir, if you don't mind, I shall stay here. Do exactly as you please, young man. Mm-hmm. Louis, thank you for staying. Just like you, when I arrived this morning, I found out that Sarah had gone missing. I know your mother well. Don't worry. Emily is from the English branch of the Golden Order. And okay. President Washington is in fact the leader of the Order in the United States. I didn't know. Sorry to have made you wait, but I didn't want to speak in front of the others. Mm-hmm. You did well. Secrecy and discretion are the pillars of our organization. Wow. If I can help in any way at all, please don't hesitate to ask, my lad. And if you have any other questions, now's the time. Hm, oh ja. Mehr über den Mortimer erfahren. Ja, das ist, glaube ich, das Dringlichste, oder? Mother has always had a fascination for Lord Mortimer, but has never wanted to tell me why. Lord Mortimer is a remarkable man. He's wealthy and is advisor to the very highly placed. Your mother is the head of the order in France. Mm-hmm. It doesn't surprise me that he asked her to come. Lord Mortimer greatly contributed to financing my electoral campaign, for example. But I want this to be clear, without ever seeking to gain an advantage. And that is to his credit. Yes, you can trust him. Mm-hmm. He will do everything in his power to help you find Sarah. Mr. Washington, you seem to be very familiar with my mother. Ja, wie hat er sie kennengelernt, Hintergrundgeschichte, oder wann hat er sie das letzte Mal gesehen? Das brennt uns aber noch mehr auf der Zunge, glaube ich. Ne? When did you last speak to her? Philadelphia, 15 years ago. Okay. Sarah often went back and forth between France and the United States. Yes, I remember those days. I didn't see her too often. Right. Would it be too much if I asked you a few more questions? Not at all. Go ahead. But I can't promise I'll remember everything. May I ask, when you saw each other, what did you talk about? Ja, Politik haben wir auch nicht, den Goldenen Orden, die Geheimnisse, die uns umgeben. Ah, es ist unspezifisch, irgendwie die Geheimnisse, vielleicht erstmal den Goldenen Orden. When she came to the US, did you exchange ideas about the Golden Order? Exactly. What's more, she was essential in helping set up the American branch of the Order. Okay. I would never have become its leader without her help. We are a new country. And to achieve our democratic ideals, we need to count on discrete powers such as our organization. Thank you, sir. Mm-hmm. I was hoping to speak with Lord Mortimer. At least now I have some information, thanks to you. I repeat, Lord Mortimer is a man of his word. Mm-hmm. You won't be disappointed. And I am persuaded that your mother's research is his main concern. Was, wenn Mutter die Insel verlassen hat? Das halte ich aber für unwahrscheinlich, oder? Nee, ich glaube, wissen die anderen im Orden davon, ist doch eher die logische Frage. Mother still is at the head of the Golden Order. I find it difficult to believe that she came to this island without notifying the other members. As for myself, I did not know. I am here at the request of Sir Holm, a situation regarding the Crown of England to resolve, and to see what Lord Mortimer has to propose to us. As for me, Lord Mortimer asked me here to speak about the future of America,
I did not know that your mother would even be among us. In any case, no one has yet mentioned associating the Order. We haven't found many clues yet. Buch vom Anleger zeigen oder nicht über das Buch sprechen? Na komm, wir machen das mal. Also wenn wir es denen nicht zeigen können, wem dann, ne? I did find a book that belongs to my mother. Where did you find it? That's what worries me. I found it hidden on the wharf. Do you think she was preparing to discreetly leave? I don't know. An extremely likely proposition. I'll believe it when I see it. Don't worry, Louis. I'm sure nothing bad has happened to her. Yes, I hope not. Also die Vision hat da eine andere Sprache gesprochen. Careful, they're coming back. Huch, wer ist das denn? Well, I am impressed with all this splendor. But don't spend too much time with Mr. Washington, my dear, or you'll lose your pretty accent. You seem to be intrigued by that statue. Absolutely. It is remarkable. Lord Mortimer is fond of atypical works of art. I won't disguise the fact that I find it all a little megalomaniacal. But I must say, he does have some outstanding pieces. Sir Holm, who was that young lady with you? Elizabeth Adams, Mr. President. She would have liked to have stayed with us, but the poor thing is exhausted. Elizabeth Adams? Wow, wir können jetzt wieder was bei ihm nachschauen. Just mentioning Elizabeth totally changed Washington's attitude. Looks like he just saw a ghost. Miss Adams is here to rest. You have perhaps already come across her in the corridors. She arrived a few days ago. I perceived her, but we weren't introduced. Rest assured, she is not here for the same reasons as yourselves. Consequently, I'm counting on your indulgence. Okay, wir können. Dialogtimer. On that note, it's Mist. Very late. Ich war zu spät, das habe ich nicht schnell genug gesehen. Ich war hier gerade beschäftigt. The servant will accompany you to your rooms. Das ist ärgerlich. Jetzt wissen wir über Sir Home nichts. Ah, weil ich gerade aufschreiben wollte den Namen von George Washington, um mir gleich was aufzuschreiben. Mist. Man muss wirklich aufpassen hier. Elizabeth Adams. Charakter enthüllt. War das die Frau, die hier oben langgeführt wurde? Ladies, gentlemen, I bid you all good night. Mr. President, Your Eminence, Duchess, you have the same rooms as usual. You, Monsieur de Richet, will find your room at the end of the corridor. Well, my friends, I am bone tired. I am off to my bed. See you in the morning. Good night, sir. I shall do likewise. Mm-hmm. Louis, I shall see you in the morning. Sleep well. Good night. See you tomorrow. Schade, ey, das ärgert mich, dass wir jetzt über Sir Home nichts rausgefunden haben. Right. Where is my room? Ja, das können wir ja gleich noch nachgucken. Vorher werde ich aber mal gerade gucken. Wir haben nämlich eine neue Eigenschaft, wissbegierig. Ein Punkt in Okkultismus. Du hast Washington über das Buch vom Anleger befragt. Das heißt, wir haben tatsächlich jetzt auch einen Okkultismus-Punkt hier erhalten. Sehr schön. Nice. Okay, bei zwei Konfrontationen kriegen wir subtil. Ah, da gibt es auch noch Bonuspunkte quasi für. Okay. Sehr interessant gemacht, dieses Charakter-, Talente- und Eigenschaftssystem. Finde ich echt cool. Das gibt dem Ganzen nochmal einen ganz neuen Anstrich. Das ist übrigens Elizabeth Adams. Da wissen wir noch gar nichts drüber. Ist die Tochter von John Adams, dem Vizepräsidenten der USA. Elizabeth wurde bereits nach ihrer Geburt von ihren Eltern abgelehnt und offiziell als Totgeburt eingestuft. Ach du liebe Zeit. Sie wuchs isoliert auf und entwickelte sich zu einer labilen jungen Frau mit einer bipolaren Störung, die stark unter schrecklichen Angstzuständen litt. Ihre tiefsten Geheimnisse zerrten sie von innen auf. Trotz zahlreicher Behandlungsversuche konnte sie nicht geheilt werden und verfiel immer mehr dem Wahnsinn. John Adams, seines Zeichens befreundet mit Sir Gregory Home und Lord Mortimer, schickte seine Tochter schließlich zu Lord Mortimer in der Hoffnung, dass er ihr zu helfen vermochte. Ohne große Zuversicht hält sich Elizabeth nun seit kurzem auf dem Anwesen auf. Uiuiui.
So, hier ist Gregory Home. Zu ihm wissen wir leider noch nichts. Der Mann mit dem Pudergesicht, würde ich jetzt mal so sagen. Sir Gregory Home, Baron von Nottingham, ist ein äußerst einflussreicher britischer Adelsmann. Als überzeugter Royalist widmete er seine Karriere dem Ausbau des Einflusses des Vereinigten Königreichs auf der ganzen Welt. Von der florierenden East India Company bis zu den spanischen Handelsposten in Amerika. Die wichtigsten Entscheidungen der größten Wirtschaftsmacht der Welt tragen seine Handschrift. In England selbst trieb er den Abbau der Inlandsschulen voran und widmete sich als rigoroser Vertreter von Familienwerten, auch der Arbeiterklasse, indem er Armenschulen aufbaute, um jenen Menschen eine Ausbildung zu ermöglichen, die laut ihm die künftigen Triebfedern der nächsten industriellen Revolution sein würden. Also ein bisschen so ein Vordenker in die Zukunft, was? Sir Gregory Home ist ein gewiefter Kontakteknüpfer und freut sich immer über die Gesellschaftstreffen, die sein alter Freund Lord Mortimer veranstaltet. Irgendwie traue ich dem Burschen nicht. Na gut, so. George Washington. Da kam ja irgendwie dieses Logik-Symbol, als wir ihm auf die Lippe geklickt haben. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon eine Schwäche oder eine Immunität ist. Also mit Logik müssen wir bei ihm, glaube ich, entweder aufpassen oder sie halt nutzen. Das ist leider hier noch nicht drin. George Washington gehört zu den Gründungsvätern der Vereinigten Staaten von Amerika und ist zugleich ihr erster Präsident. Washingtons Leben verlief zwischen militärischen Ehren und politischem Erfolg. Sarah de Richer führte ihn in die höheren Kreise einer einflussreichen französischen Geheimgesellschaft ein, des Goldenen Ordens. Später übernahm er den Vorsitz der amerikanischen Abteilung. Der Politik überdrüssig wollte er sich auf sein Anwesen in Virginia zurückziehen, aber da hatte er die Rechnung ohne Lord Mortimer gemacht. Dieser ermutigte ihn zum Weitermachen, sodass Washington ein zweites Mal kandidierte und auch gewann. Washington, den Lord Mortimer auf seine Insel eingeladen hat, zieht es vor, an solchen gesellschaftlichen Treffen inkognito teilzunehmen. Ja, Scarafas, hallo, schönen guten Abend. So, George Washington. Sonst haben wir nichts rausgefunden bisher, das ist ja wirklich völlig traurig. Aber gut, Inventar, da haben wir jetzt die ganzen Briefe. Piaggis Brief. Ja, genau, den öffnen wir, wenn, dann später im Zimmer auf jeden Fall. So, dann schauen wir mal kurz, was ist hier? Duchess Emily Hillsborough. Das ist Frau oder Emily Hillsboroughs Raum. Können wir eigentlich noch nach unten gehen hier? Nee, das ist, glaube ich, gesperrt. Geh oder versperrt. Hier können wir auch nichts machen, aber wir sollen uns ja sehr genau umschauen. Hat uns ja das Spiel verraten. Und ich sehe auch was. Sammlermünzen. Haben wir jetzt schon die zweite, ne? Inventar. Ja, haben wir schon zwei. Ich weiß immer noch nicht genau, was wir damit machen, aber machen können. Aber wir haben zumindest schon mal zwei gefunden. Das ist ja nicht verkehrt. Wer ist hier? Monsieur Napoleon Bonaparte. Ach so, Napoleon. Ah, cool. Schreib mir auch mal gleich auf. Napoleon Dynamite. Nein, Napoleon Bonaparte natürlich. So. Der ist auch noch da. Scarafas fragt gerade, was ist das für ein Spiel? Das ist ein Adventure-Spiel, das ja schon in der Tradition der Telltale-Adventure steht, würde ich sagen, von der Art und Weise her. Natürlich ein völlig anderes Setting hier hat. Und soweit ich das sehe, auch ein sehr geheimnisvolles, tiefschürfendes Spiel ist, was die Story angeht. Und was ganz cool ist, hier auch so ein Charaktersystem hat, womit man Schwächen und Immunitäten ausnutzen bzw. ja, umgehen muss von anderen Charakteren, wenn man mit ihnen spricht. Und dann gibt es noch bestimmte Dinge wie eine Konfrontation, wo man dann möglichst viele Gesprächsoptionen richtig auswählen muss, damit man ein bestimmtes Ziel erreicht bei dem Charakter und und quasi mehr Informationen erhält. Und das ist wirklich sehr auf Erkundung ausgelegt. Es gibt hier Talente, die man nacheinander freischalten kann mit den Charakterwerten. Es gibt Eigenschaften, die die Werte nochmal beeinflussen, die man nacheinander bekommt, also nach und nach bekommt. Man legt am Anfang einen Schwerpunkt fest. Hier, wir haben zum Beispiel Detektiv gewählt, da sind diese Fähigkeiten hier günstiger. Logik, Psychologie, Aufmerksamkeit, Befragung und Gewandtheit. Ne? Und ja, da gibt es hier noch Inventar, es gibt Notizen zu den Charakteren, wo wir eben drin waren. Also eine ganze Menge Zeug. Man wählt wohl irgendwann hier diese Bücher aus, um sich einen kleinen Boost zu geben am Anfang eines Kapitels in einem Bereich.
Dann gibt es diese Konzentrationspunkte unten links, mit denen kann man dann diese Eigenschaftsoptionen im Dialog aktivieren. Man sieht auch immer, was man nicht aktivieren kann, weil man da zum Beispiel nicht drin geskillt hat. Also es ist ein sehr, sehr aufwendig gestaltetes Adventure-Spiel. Und gefällt mir bisher richtig gut. Monsieur Jacques Peru. Schreibe ich auch alles schon mal auf den Namen. M.S. Jacques. Wie hieß der Typ? Ah. Peru tatsächlich. Wie der Staat. Okay. So, jede Menge Charaktere, die wir teilweise noch nicht mal kennen bisher. Aber wir schauen uns mal weiter um.